Man hat vieles erlebt und vieles gesehen, die Heimat zurückgelassen, um zu überleben, eine Chance gesehen, nach Deutschland zu fliehen. Wer will schon von seiner eigenen Heimat fliehen? Wir feiern heute Joblinge Kompass. Joblinge Kompass basiert sehr stark auf Joblinge, was wir eben schon fast seit 10 Jahren haben. Und die Jugendlichen, die wir in den letzten Jahren im Joblinge-Programm gesehen haben, ich glaube 4000 an der Zahl, 6 von 10 hatten schon von Anfang an immer Migrationshintergrund. 1 von 10 war immer ein sogenannter Flüchtling. Trotzdem ist es uns gelungen, die Brücke zwischen Herkunft und Zukunft für diese Jugendlichen zu bauen. Ich wollte mein Leben aufgeben, weil ich keinen Sinn mehr sah. Die Jobpläne wollen mir einiges klar. Worum geht es bei Jobpläne? Ich denke, eine der größten aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, um Integration. Bei uns steht immer die Integration um Arbeit im Vordergrund. Ich glaube persönlich, es gibt keine grundlegendere Art der Integration als Arbeit, aber auch keine grundlegendere Voraussetzung der Würde jedes Einzelnen, als sich aus der Abhängigkeit zu befreien. Und das gilt für Deutsche ganz genauso wie für neu angekommene Flüchtlinge. Das ist, glaube ich, das, was wir als erstes erreichen wollten mit dem Joblinge Kompass, Selbstbewusstsein zu bekommen. Egal woher es kommt, der erste Schritt ist Selbstbewusstsein. Das Programm nennt sich Joblinge Kompass. Ich wünsche allen Flüchtlingen in Deutschland noch viel Spaß. Hallo! Hallo! Alles gut? Wo bleibst du? Ich bin da. Yes. Was? Ich komme zu Fuß, ich bin ein Sportmann. Ja! Was soll ich machen mit euch? Was soll ich machen mit euch? Was soll ich machen mit euch? Was soll ich machen mit Flüchtlingen? In Deutschland muss man pünktlich sein. In Deutschland muss man pünktlich sein. Bis nach der Sprachqualifizierung, die Sie jetzt über längere Zeit absolviert haben. Und da bin ich ganz fest überzeugt, dass die Sprachqualifizierung eine ganz, ganz entscheidende Basis ist, um erfolgreich weiterzugehen. Glücklich, glücklich. Hasslich, hasslich. Mol, mol. Hoffentlich, hoffentlich. Arga, arge. Integration gelingt aus unserer Sicht, also ich glaube, das ist auch der Schritt für die Integration und den sozialen Frieden, eine Beschäftigung zu haben und selbstbewusste, selbstständige Menschen zu haben, die uns vielleicht auch mal kritisieren oder hier und da mal unbequem sind, aber dass wir letztendlich eins gemeinsam haben, dass wir sich selbst in dieser Gesellschaft finanzieren, tragen, bewegen und uns bereichern. Ich gebe mir viel Mühe. Ich muss Deutsch lernen. Jetzt sind wir in Deutschland. Ciao.